Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute Morgen aus Breslau. Ja, Peter und ich haben hier Unterkunft gefunden in dieser spottbilligen Hotelanlage, kann man so sagen, ne? Ja. Für den schmalen Taler haben wir gerade schon ein paar Bilder gesehen, hier, die Geräte kommen, wir aufs Zimmer nehmen, alles tippitoppi. Einziger Wermutstropfen, man hat es gar nicht gehört. Hinter dem Zaun da hinten ist die Startbahn vom Kopernikus-Flughafen hier in Breslau. Ist ab und zu mal ein Flugzeug, aber die Fenster waren dicht, ne? Hast du was gehört? Nee, also am Balkon Okay. saßen wir, was gehört, aber sonst im Dings, also es scheint so gebaut zu sein. Die Leute wohnen ja auch alle. Offensichtlich haben wir geguckt, die hauptsächlich Leute, die am Flughafen arbeiten. Ja, und von hier starten wir jetzt Richtung Deutschland. Da werden wir heute wahrscheinlich nicht ankommen. Es sind 160 Kilometer, 800 Höhenmeter. Und ich merke den Wind schon wieder. Das ist jetzt nichts, wo man jetzt mal eben flott mit dem Fahrrad losfährt. Und dann schauen wir mal, wie weit die Muskis in den Beinen uns heute tragen und wie weit der Akku uns heute trägt, bis wir nachladen müssen. Und wenn wir sagen, gar nicht lang schnacken jetzt hier, los geht's. Wieder, ich habe schon die Warnweste an. Das hat zwei Gründe. Zum einen ist es ein bisschen frisch und zum anderen haben wir erstmal 25 Kilometer hier mitten auf der Hauptstraße, wo die schnellen LKWs fahren. Geht nicht anders, gibt keinen Radweg. Also los geht's. Meine Lieben, gerade losgefahren, aus dem Hotel rausgekommen, habt ihr gerade gesehen, aus Breslau. Und kaum sind wir draußen, werden wir schon mit kleinen Regentropfen begrüßt. Unglaublich, gestern haben wir uns davor gedrückt. Heute mal gucken, wie es läuft, ob wir wieder so viel Glück haben, dass wir den Hintern nicht nass kriegen. Das Regenradar sagt zwar, nö, kein Regen in Sicht, aber ich weiß nicht, die Wolken erzählen irgendwas anders. Also Regenradar und Wolken sind sich nicht einig. Egal, bis jetzt haben wir immer Schwein gehabt, also hoffen wir das Beste. Wir sind auf der Fahrt nach Görlitz und dann mal gucken, ob wir es erreichen. Ihr seid dabei und werdet es hier in diesem Video erfahren. Also, auf geht's! Ja, haben wir gerade am Anfang schon erwähnt, jetzt erstmal hier auf einer breiten Autostraße weiter ohne Radweg. Und links ist jetzt ein Weg, könnte man ein Stück fahren, aber hinten ist es sowieso zu Ende. Und hier ist rauf und runter hier. Haben sie gestern auch schon ein bisschen gegangen. Aber hier geht es eigentlich auch wieder. Ne? Jetzt, wo ich ja am Meckern bin, ist ja alles gerade. Komm, sind wir jetzt aber vernünftig und fahren auf Radweg. Aber die gibt es heute leider immer nur stückchenweise auf den ersten 25 Kilometern, sonst wird hier auf der Straße gefahren. Ja, ich bin gerade richtig gut zufrieden. Ich freue mich, denn diesen Radweg, auf dem wir jetzt gerade fahren hier, den gibt es laut Komoot-Karte noch gar nicht. Der ist noch gar nicht fertig, aber er ist ja fertig, ne? Und von daher haben wir vielleicht Glück. Wir müssen keine 25 Kilometer auf der Schnellstraße hier fahren. Um 5 haben wir nämlich schon. Dass es hier so schön weitergeht. Ja, meine Lieben, wir machen uns manchmal zu viel Kopf, ne? Also hier auch einfach Zelt aufgebaut, Zelt aufgestellt, hier mitten auf der Hauptstraße hier. Egal, ne? Was soll passieren? Ja. Kann man machen. Freunde, hier ist es jetzt soweit. Der Radweg ist hier jetzt zu Ende. Und da geht es dann doch weiter auf der Straße. Mal schauen, was wir dazwischen kommen. Und hier jetzt auch das Ortsendeschild sozusagen hier. Warschau, ach Warschau, Breslau zu Ende. Warschau, das ist soweit. Wie lange hält dieses Vergnügen an? Von der Hauptstraße runter? Nicht so lange. Kilometer 10 jetzt hier und wir fahren parallel zu der Schnellstraße. Es ist deutlich angenehmer, kann man auch gut fahren hier. Und man kriegt auch wieder ein bisschen was vors Auge, ne? Mit den Dörfern hier. Dann zieht sich das auch nicht so, als wenn man jetzt nur
schnurstracks auf der Straße fährt. Junge, hat's gescheppert, ey. Das schwimmen wir jetzt da nicht, ey. Boah. Leute, wenn wir da jetzt mal 5 Minuten schneller gewesen wären auf diesem Streifen, dann wären wir jetzt Geschichte. Alter Falter. Da sind wir hier auf der Straße. Da hinten war der Crash. Oh, Junge, ey. Junge, 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 ey. Wenn wir wieder auf einer Höhe gewesen wären, Leute. Ey, ich krieg richtig Gänsehaut. Ich krieg richtig Pelle jetzt hier, ey. Boah, das war knapp. Wenn wir nur 5 Minuten eher aus dem Hotel rausgefahren, dann hätten wir die gleiche Höhe. Ja, sind schon ein paar Kilometer weiter gefahren, nächster Ort mit Rettungskräften und so, schon weiter weg zu sein hier. Weil hier kommt jetzt ja Polizei. So, Freunde, der Unfall ist jetzt 10 Kilometer her. Ich habe schon so ein bisschen Schock haben wir garantiert jetzt so, ne? Wenn man sich vorstellt, ich weiß nicht, hast du noch gefilmt vom Weiten ein bisschen? Vom Weiten haben wir gefilmt. Mal gucken, ob wir euch das zeigen oder was, ne? Es war schon sehr heftig. Ich bin jetzt erstmal froh, noch mal richtig Gas gegeben, dass wir von der Straße runter sind. Wir müssen auch nicht mehr drauf. Wir queren die gleich noch einmal, das war's mit der Straße. Und dann geht es heute weitestgehend auf beschriebenen Radwegen weiter. Das reicht auch. Und wir suchen uns jetzt, keinen Spaß, wir suchen uns die nächste Kirche und machen das mit der Kerze an. Aber interessante Häuser stehen hier, ne? Ich glaube, Sroda Slonska heißt der Ort. Da haben wir jetzt hier einen kleinen Bäcker noch gefunden. Die Kirche war zu. Kerze anzünden ging ja nicht, können wir jetzt auch nichts für. Und das ist aber doch wichtig, wir werden ja noch eine Kirche suchen, wo wir das machen. Und Müllermilch-Cookie gibt es heute mal. Andere Geschmacksrichtung zu dem süßen Teilchen, was wir gerade vom Bäcker gekauft haben. Also ein bisschen Zucker, ein bisschen Energie, aber nichts für Frühstück heute Morgen. Ein paar Schlucke Cola und 25 Kilometer Fahrradfahren. Langsam kriegen wir so ein bisschen Appetit. Ja, letztes Mal jetzt noch über diese Straße Nummer 94. Mein Lieben, Kilometer 25, und das ist auch sehr interessant. Da unten steht Jelonagura. Und ich weiß nur, als Kind in Jelonagura haben wir immer Urlaub gemacht mit meinen Eltern. Also wäre auch mal wieder interessant, dahin zu fahren. Natürlich nicht jetzt auf dieser Reise, aber ich bin ja nicht aus der Welt, ne?
Nach Polen kann man immer wieder fahren. Was für eine schöne Straße. Wir beiden ganz alleine. Ja. Da stört mich auch der Gegenwind nicht mehr. Wir sind irgendwie immer noch am Suchen nach einem Pausenspot. Jetzt haben wir die Brötchen eingepackt, unsere Getränke geholt und noch keine Bank gefunden. Ja, die kommt bestimmt. Also die nächste Bank gehört uns. Ja. Sonst kommen die alle 5 Minuten und wenn man eine braucht, dann bist du hier stundenlang am Suchen. Ja, und bei Komoot ist diese Straße hier auch als Highlight verzeichnet, nämlich als malerische Gasse. Und da ist auch was dran, ne, mit den Blumen hier. Patrick, was sagst du? Malerische Gasse, ne? Das hat die gemalt. Das ist auch wieder aus dem Nichts aufgetaucht nach der malerischen Gasse. Total interessant. Ist zwar völlig zerfallen hier alles. Das ist völlig zerfallen, aber ich glaube, da wohnt jetzt sowas keiner mehr. Aber zum Vorbeiradeln und angucken, haben wir eine schöne Abwechslung hier. Und die Kirche hier in dem Örtchen, ich finde auch ganz interessant, der Glockenturm daneben. Wenn die Zeit hier so ein bisschen stehen geblieben wäre. Ne? Ich hatte schon befürchtet, dass ich das hier gar nicht mehr erleben kann, dieser Radreise jetzt hier, so einen schönen, schlecht befahrbaren Weg durch den Wald, viele Löcher, Matsche, wo man hinten Hinterrad wegrutscht. Wunderbar. Hauptsache keine Schnellstraße. Was hat denn der Kollege wieder geplant hier? Ja, besser als die Bundesstraße. Wenn ich jetzt doch nur einen schönen Sattel hätte, ne? Der das alles schon abfedern könnte. Aber seit Wien habe ich den ja nicht. Dann plan doch selber. Am Morgen machst du den Pathfinder. Morgen sind wir in Deutschland. Ja, aber die Strecke haben wir ja nicht geplant. Da kenne ich mich nicht aus. Ich bin Pole. Dann müssen wir ja festhalten für die Ewigkeit hier, was wir hier geplant haben. Oh. Junge. Oh, mein Knie. Oh. Ja, keine erzählen, ne? Keine Erzählung, kein Zeigen. Scheiße, wo geht's hier lang? Mut zur Lücke, ey. Oh. Ja, was ist das denn? Ein tiefes Loch, was du geplant hast. Oh. Was ist das denn, sagt er? Da frage ich mich auch. Was ist das denn? Wenn du hier drin liegst in der Pfütze, hast du gewonnen, ey. Da hast du gewonnen. Radwege, ich kenne deine Radwege, die sehen nämlich so aus. Das ist ja auch ein Radweg. Trotz seiner Planung. Radweg. Oh nein! Junge! Junge, da ist die Füße runter. Oh. Junge, wo lang? Oh. Ja, sicher habe ich meine Kamera an. Der 360er. Ja, sicher habe ich die an. Sehr gut. Was du hier geplant hast. Das kann ruhig jeder sehen. Meisterplaner. Ein Freund, ein guter Freund. Ich hab da die besten Strecken, die es gibt auf der Welt.
Meine lieben, Kilometer 31, ihr seht schon, diesen super Radweg haben wir jetzt überlebt. Aber hier sind auch, das ist zwar ein Auto, ey, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier einer wohnt, ey. Das war ja, weiß nicht. Das ist alles verlassen aus, Scheiben eingeschlagen. Keine Ahnung, ob das hier nur bewohnt ist. Sehr interessant. In Spanien war es damals genauso. Ne? Da hast du auch, in diesem Haus wohnt keiner mehr, aber da wohnen Leute. Ne? Das fängt schon wieder an. Ich dachte, es wäre vorbei mit diesem Radweg. Egal. Weiter geht's. Ich weiß, hier in Polen ist auch viel. Gehen viele Leute, die Pilze sammeln und sowas. Ich glaube, wenn ich sammeln würde Pilze, ich würde mich vergiften, glaube ich. Ich würde keinen Tag überleben. Also, habe ich keinen Plan von. Mein alter Herr, der kann das nicht gut aus. Aber leider ist er auch früh krank geworden und hat mir das Wissen nicht vermitteln können. Schade. Aber ist so. Machst du nichts. Nee, das machen wir jetzt nicht. Vorhin die Bank vor 10 Kilometern an der Straße, wolltest du nicht. Aber jetzt diese komische, wo ich nichts sehen kann, diese Bushaltestelle eingezwercht. Da soll ich mich hinsetzen? Ja. Nee, das ist nicht dein Ernst. Da kannst du vergessen, wir fahren weiter. Da setze ich mich nicht rein. Dann fahren wir da weiter. Ist mir auch egal. Da siehst du doch nichts. Ja, kommt ein See, ist ja gut. Ja. Hör auf zu meckern. Geht doch. Immer suchst du Streit. Ach, sie suchen Streit. Jeden Tag. Ja, so eine Bank, Freunde, die hätten wir schon vor 20 Kilometern haben können. Da wollte der Herr ja nicht. Guck mal, ich habe dir da vorne extra vor ein paar hundert Jahren ein Schloss gebaut. Da können wir hinfahren. Ich wusste, dass du kommst. Ist das so? Ist das Schloss Pjotrzyk oder was? Ja, müssen wir mal gucken, wie das heißt. Ja, guck mal hier. Ein richtiges kleines Schloss. Aber auch abgeschlossen. Na, macht Spaß. Ja, meine Lieben, es passieren noch Zeiten und Wunder, ne? Das mal noch erleben werde heute. Flüsterasphalt. Man hört nichts. Man hört noch nicht mal Swoo. Kein Wörtchen. Genießt die Stille auf diesen schönen Flüsterasphalt. Gleich flüstere ich dir was ins Ohr. Das wird aber nicht positiv für dich ausgehen. Mein Freund. Lecker. Kollege, Kollege. An dem Ort, hat Peter, glaube ich, das schon erzählt, hatte man seinen Eltern als Kind Urlaub gemacht. Guck mal, das ist doch jetzt hier Deluxe-Pausestation, oder? Ja. Mein Freund. Das ist Deluxe. Wo ist hier die Steckdose? Also die schönste ist das nicht mehr, wie tut's. Und wir haben eine schöne Aussicht hier auf so ein Wahrzeichen. Oder hier, da ist eine Bank. Da, die ist viel schöner. Oh ja, oh. Ich habe so den Verdacht, außerhalb der Ortschaft, hier sind die Straßen nagelneu asphaltiert und hier in den Ortskern hat man es extra so gelassen, um die
Autofahrer halt ein bisschen runter zu bremsen. Dann sind wir gerade richtig schön Hügel runtergerollt und sind an der Baustelle gekommen, wo wir irgendwie, wo hier ziemlich zugeparkt ist. Und wir auch gar keinen fragen können, weil gar keiner da ist. Darum schieben wir jetzt mal einfach die Fahrräder hier durch, dass wir auf die andere Seite kommen. Ja, Peter hat auch gerade die Bauarbeiter hier am Bagger da gefragt und die meinen, ja, kein Problem, klar könnt ihr hier durchfahren, ne? Ist mit dem Fahrrad kein Thema. Ich weiß gar nicht, in Deutschland wäre man wahrscheinlich wieder so haftungstechnisch diese Geschichte, ne? Dass alle sagen würden, oh, bloß nicht, nicht weil sie nicht wollen, sondern weil du dann ja bei einem abgesperrten Bereich da betreust, irgendwie einem was passiert und so weiter. So ist das. Und die nächste Rappelortschaft. Rogoznik. Aber hier auch noch die alte Art der Postzustellung. Dass die Briefkästen ja alle zentral im Ort sind. Hier wohl noch eine alte Burgruine, Turm jedenfalls, ne? Richtung Legnica. Oder Legnica. Keine Ahnung. Aussprache muss ich echt noch üben, also gerade am Lesen. Guck mal, Peter hat gar nicht mehr seine Trinkflaschenhalter in Gebrauch, die er da so groß gelobt hat, was er da gebastelt hat, polnische Variante Trinkflaschenhalter, hat er sich jetzt eine große Flasche hinten drauf geklemmt. Kilometer 55 jetzt hier, haben jetzt 11.30 Uhr und ich habe uns noch 40% im Akku. Das heißt, wir suchen uns jetzt hier, der Ort ist ein bisschen größer, eine Gastronomie oder eine Autoladesäule. Stecker habe ich ja auch mit. Müssen wir ja auch mal ausprobieren. Schauen wir mal. Ja, der Peter hat jetzt auf Google mal geguckt und was gefunden, was auch geöffnet ist. Und da fahren wir erstmal hin, fragen, ob wir laden können. Ist ja jeden Tag praktisch das gleiche Ritual, ne? Erstmal fragen, ob man laden kann. Einmal hat es nicht geklappt, das war, glaube ich, am Sonntag. Und apropos zu Sonntag müssen wir noch einen kleinen Nachtrag geben von wegen Öffnungszeiten Geschäfte. Ich war ja ganz geflasht, dass hier in Polen auf dem Sonntag die Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet haben. Im katholischen Polen. Und da bin ich jetzt aber von meiner Großcousine als Besseren belehrt worden. Das war eine Ausnahme, es war ein verkaufsoffener Sonntag. Normalerweise ist der Sonntag genauso dicht wie bei uns auch. Und es war seit langem mal wieder ein Sonntag, der offen war. Es war reiner Zufall, dass wir jetzt gerade an dem Sonntag hier in Polen unterwegs sind. Meine Lieben, hier im Hintergrund seht ihr schon, hier, wir sind bei Lidl mal wieder angekommen, ne? Bei meinem Arbeitgeber, sehr freundlich. Und zwar hat er hier eine Lademöglichkeit für E-Autos. Und wir wären ja nicht die Elektro-Devils, wenn wir nicht die Elektro-Devils wären, ne? So sieht's aus. So sieht's aus. Deswegen haben wir ja einen Typ-2-Adapter auf eine Schokoladendose. Ja? Und den packt Swobo jetzt hier aus. Und mal schauen, ob das hier funktioniert, ob wir hier unsere Bikes laden können. Et voilà. Et voilà. Wenn schon, denn schon. Sag mal her, das ist das Schmuckerteil. Wie sieht denn das sowas aus hier? Ihr seht schon, Typ 2, hier zum Verriegeln und Entriegeln und auf der anderen Seite, ja, die wunderschöne Schokoladendose. Ich sag's dir, müssen wir eben gucken, ob ich mit meiner App freischalten kann. Was für App? Ist das nicht kostenlos hier? Kann man Lidl kostenlos laden? Nein, glaube ich nicht. Da steht aber so 50 Cent, Nase. Da steht 50 kW, du Nase. Was für 50 Cent? Da. Ja, 50 Kilowatt. Ach so. Da passt er nicht mal in den Akku rein.
Da explodiert er. So, Lidl Charge. Da, lecker. Oben hier habe ich manuell Handshake gemacht. Also, dass das Fahrrad als E-Auto erkannt wird. Und mein Fahrrad wird jetzt hier geladen. Dann denkt der Peter sich, ja, wenn das so ist, dann packe ich da mal die Kabeltrommel aus. Dann werden hier gleich mehrere Fahrräder geladen. Da freuen wir uns, ne? Aber wie? So, Ladevorgang ist beendet jetzt hier für uns. 1:36 haben wir jetzt hier geladen und mein Rad ist auch so gut wie voll. Peter ist ähnlich. Und dann müssen wir den Ladevorgang jetzt hier beenden. Und da kann man nicht einfach den Stecker rausziehen. Man könnte jetzt da hingehen, hier einfach den Stecker rausziehen, das geht nicht. Peter, kannst du die Klappe mal hochhalten? Jawohl. Wenn einer jetzt die Kamera habe. Ich muss jetzt einmal hier oben den Handshake entriegeln. So, ist der Handshake entriegelt. Ist aber der Stecker immer noch fest. Das entriegel ich jetzt hier mit dem hier. Und jetzt sollte der eigentlich das Sitz aufmachen. Hat geklappt. Ja, bin begeistert. Nase rausgefahren. Ne? Was steht da oben jetzt? Da steht da 0,83. Ja, und 0. Kabel, yes, all over, watchy, watchy. Was heißt das da oben? Das rote? Kabel ist frei. Ja. Hat funktioniert, ne? Selbst geklüppelt. Ja. Ups, da hängt noch ein Kabel. 1:36. Okay. Weiter geht's mit vollem Akku. So. Raus aus der Stadt. Sommerferien und im Freibad. Nix los. Ist das überhaupt geöffnet? Der König. Ui. Was Königliches. Peter sagt, das ist der König. Ich wusste gar nicht, dass Polen König hat. Die Stadt war ein König. Ach so. Das Haus weiß ich nicht. Germany, 10 points. Meine lieben Kilometer, fast 80 hier auf der Uhr, also 79. Und haben wir gerade mal so, ja, gut 20, 25 Kilometer weggeballert. Aber viel filmen konnten wir ja nicht. Habt ihr ja gesehen, teilweise vielleicht blendet das Zobo hier ein. Das Video ist ja auf Zobo sein Kanal. Und ey, haucheng. Also kein Radweg in den letzten 20, 25 Kilometer. Alles nur Straße geradeaus. Mal gut geteert, mal weniger gut. Und ja, für die LKWs kaum Platz. Ne? Für uns kaum Platz, für die LKWs kaum Platz. Also echt heavy. Und nach dem ja, Crash von heute Morgen, den wir gesehen haben, sind wir auch ein bisschen ja, froh, wenn wir die Straßen meiden können, aber die können wir zurzeit nicht meiden, weil gibt es keine Alternative. Es ist hoch, hier ist mein Laden reingegangen, erstmal wieder ein bisschen den Zuckerhaushalt auffüllen, eine Müllermilch und einen kleinen Riegel und dann um die nächsten Kilometer weg. Ne? Also gleich, weiter geht's. Und ich hoffe, das war es heute mit vielbefahrenen Straßen. Was weißt du auch nicht, ne? Das war es nur der Herr Komoot, der das Ganze geplant hat. Ich glaube schon. Wenn ich richtig habe. Jo, Freunde, die höchste Steigung für heute haben wir jetzt hinter uns. Da ging es ordentlich hoch, aber mit Turbo-Modus ist das ja machbar. Natürlich muss man da Tribut für zollen, wie es so schön heißt. Sprich, ich glaube, ich eine Ladestation aufsuchen. Hier oben können wir noch schön Päuschen machen, haben wir keine Zeit für. Wir fahren jetzt hier weiter runter. Jetzt ziehen wir die Windweste an, nämlich lange runter und weit runter. Und da freuen wir uns, ja? Mal gucken, was wir da an Metern gut machen können. Ne? Und ich gucke hier oben schon mal einmal hier von wegen, wo wir unten ankommen.
Oh, und noch so eine schöne Teerdecke hier. Guten Tag. Hier mittlerweile auch richtig sonnig geworden und dann wirkt es natürlich noch viel ansehnlicher jetzt gerade für eure Zuschauer hier, für uns natürlich auch, ne? Die Sonne hier schön scheint. Wenn man gegen Wind bergab noch treten muss, ist aber eine Gemeinheit, also wirklich, eine wirkliche Gemeinheit. Oh Mann. So, hinter uns jetzt die Fahrschule und die lernen schon in der Fahrschule überholen auf der durchgezogenen Linie. Interessant. Aber wo du auch hinkommst, ne? Polnische Kleinstadt, Kirchen gibt es mindestens immer mehrere. Bitte. Sind wir offensichtlich am Marktplatz gelandet hier. Das finde ich ja voll klasse, dass diese Marktstände hier so fest aufgebaut sind aus Holz, aus Birke. Und der Peter hat, glaube ich, schon was aufgetan. Da müssen wir den Bus noch laden dürfen. Und dann sind wir im Geschäft, ne? Laden dürfen wir perfekt. Ja. Richtig schön. Richtig schön ruhig hier auch, ne? Marktplatz anguckst. Und das ist total nett, Peter hat jetzt gefragt. Man guckt hier oben rechts in der Decke da in dem Zelt. Diese Steckdose dürfen wir uns einstecken. Dann suchen wir so lecker was zu essen hier aus. Und dann schaffen wir vielleicht nur die letzten 55 Kilometer. Schauen wir mal. Die anderthalb Stunden haben wir jetzt hier lecker gegessen. Ich hatte hier eine Pizza. Blende ich euch mal ein hier und Peter hatte mal wieder Jurek, die saure Suppe und Pierogi. Wir waren ja nicht aufgegessen, haben doch festgestellt, man den ganzen Tag so fährt, E-Bike fahren, das Ding fährt sich nicht von selber. Das ist auch anstrengend, wir haben schon 106 Kilometer in den Beinen jetzt und im Popo. Und wir haben jetzt noch gut 50 vor uns. Wir haben ein Hotel rausgesucht, eine Pension in Görlitz. Ich habe mit dem netten Mann auch schon telefoniert, wir können da Fahrräder unterstellen. Aber es ist eigentlich nur bis 20 Uhr da, das schaffen wir auf keinen Fall. Aber für uns wird eine Ausnahme machen 21 Uhr, aber da müssen wir auch sicher schaffen. Das heißt, wir müssen jetzt mal ein bisschen reintreten. Sprich, Peters typisches Starttempo geht nicht. Hier noch was, ach, ich muss anhalten und nochmal einen Akku und noch eine Speicherkarte und alles. Das geht jetzt nicht, ich fahre jetzt mal einfach. Aber echt knuffiges Dörfchen hier oder Städtchen. Richtig schick. Kein Autoverkehr, kein LKW-Verkehr. Richtig schöne Ruhe. Ja, und Polen möchte auch auf die letzten Kilometer hier in bleibender Erinnerung bei uns bleiben. Ne? Ist das wieder eine beschriebene Radroute hier? Grüne Linie haben wir ja nicht immer gehabt. Aber ob hier wirklich sonst außer uns einer gefahren ist schon mal? Keine Ahnung. Ein Fischerdorf. Lass gehen, Kollege! Immer schön treten! Alles geben! Hast du Pizza gehabt? Komm, gib Gas! Gib doch Gas! Läuft! Bisschen scheuchen den Kollegen hier! Jetzt bin ich immer noch gewöhnungsbedürftig. So, ganz ohne Ampel und ohne alles. So ein Bahnübergang. Aber der Peter passt ja auf. Schön so in die Abendsonne hineinradeln. Macht richtig Spaß. Ich habe jetzt ja gerade das Hotel gebucht, Pension gebucht in Görlitz.
Das ist wichtig, dass wir da eine Übernachtung haben, denn das wird Peter morgen dann in seinem Video berichten, was wir dann in Görlitz uns abholen können. Und die haben auch eigentlich um 20 Uhr schon zu, dass man da nicht mehr anreisen kann. Ich habe jetzt ein bisschen auf Bitte gemacht, dann ging das bis 21 Uhr. Das soll wohl reichen. Habe ich auch während der Fahrt gebucht, habe ich auch noch nie gemacht. Nicht mal für angehalten, jetzt hier keine Zeit mehr verschwenden. Endspurt nach Görlitz. So, Faxe, guck dir das mal genau an hier. Letzte Kilometer in Polen. So schnell kommst du hier nicht mehr hin. Wow, schöner Ort. Ja, okay, der Müll. Aber auch hier mit der Bühne da. Hat was. Die Bühne erinnert mich an was. Da kommen Erinnerungen hoch. Ja, Tschechien. Da habe ich gerade auch noch dran gedacht, dass wir heute zum Glück nicht in der Bushaltestelle schlafen müssen. Kilometer 140 jetzt hier und ich habe gerade geguckt hier auf dem Navi, 7 Stunden volle Bewegungszeit, also 7 Stunden schneller als 5 km/h und bei 140 Kilometer macht das ein 20er Schnitt in Bewegung, alter Schwede, bei den Strecken hier durch den Wald, obwohl nicht alle, da sind wir richtig fit geworden in den letzten Tagen hier auf unserer Radreise. Gut, wir haben ein E-Bike dabei, wir haben jetzt zweimal geladen heute, aber also ich finde es anstrengend irgendwann mal, ne? Also sitzen gerade auch. Selbst ich, der immer sagt, hier sitzen kein Problem, nach 140 Kilometer. Ach, du, bei dir brauche ich gleich fragen, ne? Ja, mein Sattel doch mal. Ja, aber ich tue mal hier genauso. Ja, wenn man sich beim Fahrrad aus dem Zug tragen am Sattel festhält und das Fahrrad rausträgt und zu faul ist, die Taschen abzumachen, ist mit vollem Gepäck rausgetragen. Nach dem Motto, was interessiert mich, dass ihr mit der Bahn und Taschen und ICE raus damit. Aber ich glaube, das habt ihr ja gesehen, da gibt es ja ein Video von. Und die nette Dame hat ja noch die Schraube gereicht, die du abgerissen hast. Ja, jetzt habe ich die Schraube locker. Ja, die ist nicht locker, die ist ab. Komm, die 160 Kilometer machen wir noch voll. So ungefähr kriegen wir es hin. Ja, sehr, bin ich zu Spaß hier. Heute der 15. Tag, an dem Peter und ich jetzt zusammen hier unterwegs sind. Es ist Mittwoch heute, wir sind mittwochs gestartet. Und das erste Mal, dass ich meine Sonnenbrille aufgesetzt habe. Bis jetzt habe ich die nur spazieren gefahren, die über 1300 Kilometer. Und das ist jetzt das erste Mal, ups, mal gucken, dass mein Smartphone nicht runterfällt. So. Das erste Mal, dass ich die auch wirklich aufgesetzt habe, weil hatte ich davor nie den Bedarf. Kam die Sonne immer von hinten oder so von der Seite. Und wir sind abends auch nie so gegen die Sonne gefahren, Sonne tief steht, aber heute fahren wir direkt in die Sonne rein, also genau Richtung Westen und jetzt hier kurz vor 8 Uhr abends scheint dir auch ganz schön in die Augen. Stört dich das nicht, Peter, mit der Sonne? Nee, stört das nicht, nee. Peter ist ja hier Ruhrgebiet, ne? Kohle und Stahl. Ja. Den kann nichts erschüttern. Ich muss sagen, das ist schon eine sehr ungewöhnliche Gartendekoration. Vor allem hier vorne unten das Wildschwein aus Holz. Wo kriegt man sowas her? Und warum stellt man sich jetzt in den Garten? Ja, auf den letzten Kilometern ja noch ein richtig schöner Radweg. Ne? Deutlich besser als die Straße auf jeden Fall. Da freuen wir uns doch. Und wir kommen auch noch im Hellen an.
mittlerweile Kilometer 152. Ja, ungefähr 160 schaffen wir, ne? 159, so wie es aussieht. Noch 7. Ich habe bis heute ja nicht, Peter, in Polen, 7 Tage glaube ich in Polen, keinen Zug gesehen, keinen Personenzug gesehen. Einmal einen Güterzug. Ja. Vielleicht komme ich jetzt ja auf den letzten 3 Metern in den Genuss, hier noch einen Zug zu sehen. Ja, ich war noch nie in Görlitz. Ich will jetzt mal gucken, hier die Grenze ist, glaube ich, auch auf einer Brücke. Sieht ja schon mal klasse aus, der Empfang. Also, ich denke mal, oben. So. Cool. Ja, Freunde, jetzt stehe ich auf der nice Brücke in Görlitz. Fahren jetzt gleich rüber nach Deutschland. Pension wartet. 25 Minuten Zeit haben wir noch für 1 Kilometer. Das werden wir schaffen. Von daher freue ich mich jetzt aber auch, dass wir hier angekommen sind. Ich glaube, 160 Kilometer heute, Peter. Das war eine harte Nummer, ne? 160 Kilometer bei dem Gelände. Und abschließende Worte dann gleich noch in der Pension. Also erstmal rüber hier. Ist ja sonst auch den ganzen Tag im Bild. Aua. Outtakes. Kein Helm auf. Lothelmchen. Oh, scheiße, der ist so fest. Eine ganz schlimme Seitenlage. Ja, Freunde, wir sind jetzt hier auf dem Zimmer angekommen. Ich habe mich auch schon ein bisschen frisch gemacht. Und ich habe mir auch schon den Kopf gestoßen gerade hier. Hat so ein bisschen Jugendherberg-Flair. Ist auch so ein Jugendgästehaus. Aber wir sind ganz dankbar, weil ich habe hier angerufen, die haben eigentlich bis 20 Uhr die Rezeption besetzt. Und er hat gesagt, okay, bis 21 Uhr, bis 22 will er nicht machen, bis 21 wäre kein Problem. Ich glaube, 20.40 Uhr waren wir hier. Ne, ist dann gekommen und hat uns alles gezeigt. Ist wunderbar, wir kriegen Frühstück morgen früh. Und es ist deutlich teurer als gestern in Polen. Klar, mit Frühstück das Doppelte. Und sonst, haben wir gestern bezahlt? 35 Euro. 35, heute ist 65, im ne? Studio. Das Doppelte ja fast schon. Ja. Krass. Aber wir haben halt jeder ein Bett. Ich habe hier sogar 2. Ja. Und eigenes Badezimmer. Alles gut. Die Fahrräder sind in Ruhe verschlossen. Ist nämlich direkt an der Grenze, an der Neiße hier. Da sind wir ganz mit zufrieden. Wenn ich den Tag jetzt zusammenfasst, das war schon ein hartes Stück Arbeit. Auch mit dem E-Bike, die knapp 160 Kilometer. Peter, ein bisschen Knieauer. Ja, gut, normal. Das kaputte Knie ist ja halt kaputt, ne? Ja, ist halt kaputt. Wird ja nie besser. Wird ja nicht besser. Wir haben gerade nochmal unterhalten. Heute Morgen, der Tag fing ja an, gegen 9 Uhr war ja der Unfall. Ich weiß es nicht, szenenmäßig. Peter hat ja von Weitem einmal kurz angefilmt und gezeigt. Wir haben jetzt im Nachhinein einmal bei Google geguckt, was da passiert ist. Und es ist nicht so glimpflich ausgegangen. Zwei Menschen haben ihr Leben da verloren. Ja. Ein Sohn und seine Mutter. Entweder Mutter oder Oma, der Sohn war 24 und jedenfalls eine 62er. 62 jedenfalls. Und er hat halt mit dem Auto irgendwie ungünstig überholt und dann frontal in den LKW rein. Und das haben wir ziemlich nah gesehen. Und wir sind nochmal für uns in uns gegangen und gesagt, wir haben doch einen guten Schutzengel, dass wir genau in dem Moment halt noch nicht da waren, weil das alles quer geflogen. Dann wären wir jetzt auch nicht mehr. Ja. Und dass dann doch irgendwie alles immer, wir dankbar sind, dass es so läuft, wie es ist, dass wir uns haben und wir zufrieden sind mit dem, was wir machen. Und können wir auch sein, ne? Ja. Wenn du guckst jetzt, ob die Polengeschichte jetzt vorbei ist, ist in Deutschland. Ist noch 2 Tage in Deutschland. Der liebe Ronald vom Kanal Bonsens ist auf dem Velo. Lieben Dank dafür und liebe Grüße. Hat uns die nächsten 2 Tage geplant. Eine richtig schöne Tour jetzt hier nach Berlin hin. Genau, und Görlitz. Wo wir ihn dann besuchen und die anderen, die Rademaus. Und von daher sind wir einfach dankbar, würde ich mal sagen. Ist wirklich auf jeden Fall. Und demütig heute Abend schlafe, aber es ist wirklich so. Ne? Also ich bin jetzt nicht geschockt, aber da sitzt immer noch irgendwo drin und man hat noch so ein bisschen das Bild im Kopf. Das hat auch den Tag für mich irgendwie ein bisschen geprägt. Ne? Ja. Und hat auch für mich, kann ich schon mal so vorwegnehmen, vor so einem Gesamtresümee von der ganzen Reise,
habe ich Peter auch schon gesagt, ich werde nie wieder in Polen Fahrrad fahren oder E-Bike fahren auf nicht ausgeschilderten Fernradwegen. Diese Eurovelo-Geschichten, es war schon wackelig genug. Wir sind diesen Iron Curtain Trail gefahren vor ein paar Tagen, letzte Woche, ja. Eurovelo 4 in Polen. So sind wir halt auf der Schnellstraße mitgefahren und das ist wirklich nicht zu empfehlen. Ja. Ey, das sind Überholmanöver da, also geht kein LKW-Fahrer vom Gas, egal ob vorne einer kommt. Ne? Also die hupen zwar nicht, keiner hupt, aber viel Abstand lassen sie lieber auch nicht. Ne? Das heißt, siehst du, dass du klarkommst. Ne? Ich hupe zwar nicht, aber... Das sind zwei Facetten. Der Vorteil ist, sie sind so nah an dir, dass du vom Wind so mitgezogen wirst, sparst dir ein bisschen treten, sind aber auch so nah an dir, wenn jedes Mal im Rückspiegel einer kommt, denke ich mir, war's das jetzt. Ne? Und das brauche ich halt nicht nochmal. Ist jetzt, also spätestens nach heute ist bei mir gut gewesen damit. Ja. Und deswegen würde ich sagen, also falls ihr so Touren nachfahren wollt, die Komoot-Touren, die werden wahrscheinlich verlinkt sein bei uns im Video, die wir fahren. Ja. Aber diese Tour von heute habt ihr jetzt im Video wahrscheinlich gesehen, ganz klar. Ey, die braucht ihr gar nicht nachfahren. Tut euch den Gefallen, fahrt die gar nicht nach. Fahrt lieber die Eurovelos. Wer kommt auf die Idee, sowieso sowas nachzufahren? Das ist von Breslau nach Görlitz. Ich meine, im Prinzip beide schöne Städte, die es wert sind zu bereisen. Ja, Breslau an sich, Görlitz auch. Und die Idee, die mit dem Fahrrad zu verbinden, da kannst du ja auch zwei Tage machen. Also du findest keine Nebenstraßenverbindung. Du landest immer wieder auf diesen Fernstraßen, weil es gibt zwischendurch nicht so ein dichtes Straßennetz, wie es bei uns gibt, wo du über irgendwelche Landwirtschaftswege da fahren kannst. Geht ja einfach nicht. Und von gestern hatten wir es ja auch schon, als wir in Breslau reingefahren sind. Das war auch schon so eine Nummer. Ja. Wo wir irgendwie 20, 30 Kilometer schnurstracks an der Straße gefahren sind. Die fangen ja an, hier auszubauen. Radfahren ist im Kommen. Das habe ich jetzt ja von meiner Großcousin auch erfahren. Ne? Dass es immer mehr wird, dass Leute Radfahren, gerade auch E-Bike fahren. Und auf E-Bike-Fahrer habe ich gar nicht gesehen, ne? Außer uns. Doch, wo wir gegessen haben. Wo wir gegessen haben vorhin. Das ist aber schon Grenznähe jetzt. Ja, genau, Grenznähe. Deutsche gewesen sein. Und die fahren alle Auto. Und ist halt so, ne? Ja, und die Strecken habt ihr ja gesehen, teilweise. Also ihr müsst ja schon Fahrrad fahren können, ne? Ihr müsst schon sicher auf dem Bike sein. Teilweise die Abfahrt mit dem Geröll, mit dem Schotterstein, oder hast du gesehen, ne? Wir sind mal gespannt auf die Aufnahmen von der 360-Grad-Kamera auch im Wald, wo wir hintergerutscht sind. Ja. Kann man es ganz gut sehen. Wir würden jetzt nicht behaupten, dass wir jetzt die Fahrradfahrkönner sind. Wir haben auch bestimmt eine Menge Glück gehabt. Wir haben es bis jetzt toi 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 nicht hingelegt, keine Speiche gebrochen. Ja. Das ist schon fast ein Wunder, weil viele Kommentatoren bei meinen Videos ja immer sagen, wahrscheinlich habe ich nur Teile aus dem Baumarkt an meinem Fahrrad, ne? Was ich mir Sorgen mache um eine 30-Euro-Felge oder sonst was. Kommt mir nicht so vor, ich bin sehr zufrieden mit meinem Fahrrad, fährt, hält, alles gut, aber es hat eigentlich nicht dafür gedacht, ne? Schon gar nicht mit den Gepäcktaschen da hinten dran. Ja. Und aber so ein Gesamtfazit für die ganze Tour, wir haben ja morgen, übermorgen mindestens jetzt noch die Fahrtage, vielleicht Samstag auch noch mal gucken, wie wir vorankommen, Richtung Berlin und was wir dann auch für schöne Bilder einfahren kann. Morgen findet der Peter dann wieder. Ja. Dann sagen wir danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Tragt einen Helm. Bis zum nächsten Teil unserer Urlaubsreise. Genau. Tschüss. Ich auch. Macht's gut. Bleibt gesund. Ciao. Tschüss.